Oh mein Gott! Es ist Zeit für die Kopfstimme-Challenge! Yay! Hallo und herzlich willkommen zu Singen ohne Angst, wo Üben, Üben, Üben Mut macht. Ich bin Fawn Arnold und ich bin dazu da, dich zu herausfordern, zu üben. Ich bin die lebendige Beweis, dass man nicht wahnsinnig viel Talent braucht, um Sänger oder Sängerin zu werden. Aber was du brauchst, ist Disziplin, weil du musst üben, üben, üben. Und ich bin da, um dich zu helfen, das auf die Sprünge zu bringen oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ich gebe dir heute eine Kopfstimmeübung und ich fordere dich heraus, jeden Tag einen Monat lang diese Übung zu machen. Das dauert nicht lang, weil es nur eine Übung ist. Das ist 1 bis 2 Minuten nur. Und es ist eine Kopfstimmeübung, so es wird so, so wichtig für deine Stimme sein, weil Kopfstimmeübungen sind wie Yoga für die Stimme. Also wenn ihr nicht so wahnsinnig viel wissen über Kopfstimme, dann bitte schau auf meine anderen Videos in den Playlist, alles über die Kopfstimme, damit du weißt ganz genau, wie du ausatmen musst beim Kopfstimme singen und was zu beachten ist und wie Kopfstimme genau sich anfühlt. Weil das ein Challenge ist und es schnell, schnell, schnell gehen sollte, würde ich das hier nicht so wahnsinnig viel erklären. Bitte schau meine anderen Videos hierzu an. So, ich baue schnell auf. Ich habe hier mein Boogie Board. Boogie, Boogie, Boogie. Und ich habe hier mein Roll-Up Piano. Handroll Piano. Das ist ja super. Und ich nehme das überall mit auf die Welt, damit ich meine Schüler helfen kann, wenn ich unterwegs bin, per Skype. Und auch in die Online-Schule gehe ich damit live, wenn ich unterwegs bin auf der Welt. Und natürlich bin ich hier damit für euch, für diese Challenge. Ich mache es an. Okay, ups. Diese Challenge ist einfach eine ganz stinknormale, hallo, die Nachbarn winken jetzt, ein stinknormale Lip-Trill. Ja, wir machen es aber über ein Oktav. Wahnsinnig Sound, oder? Naja, okay, ich will keine Konzerte spielen, ich will nur üben, üben, üben. Wichtig bei dieser Übung ist, dass wenn es zu hoch wird und du das Gefühl hast, oh, so zu werden, lass die Luft los, ja? Und flüster die höchste Ton. Für mich ist es wichtig, dass du diese obere Ton nicht so drückst, dass du es nicht richtig triffst, sondern das ein bisschen zu tief singst, sondern zu flüstern. Und da kannst du dann über deine höchste Tongrenze darüber hinaus wachsen, wenn du immer flüsterst. Ja, das ist das Wichtigste, was du überhaupt denken musst bei dieser Übung. Bitte, bitte flüster oben. Das hörst du dann halt auch. Ich werde das auch so machen. Jungs, kommen später. Ich spiele erstmal für die Damen und dann kommen die Jungs dran. Okay? Here we go. Wir fangen hier an. Ups. Das fühlt sich so komisch an. Okay. Brrr, on. Ich fange jetzt an zu flüstern. Brrrr!
super, 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 super Übung. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, auf dem Weg zurück habe ich die Töne, was ich auf dem Weg nach oben flüstern musste, nicht mehr flüstern musste. Ist wirklich, wirklich toll für die Stimme, aber bitte, bitte, bitte flüstern. Und jetzt für die Jungs. Ich muss sagen, aber wenn ihr Feedback haben wollt, ob ihr diese Übung richtig macht, dann geht zu meiner Privat-Facebook-Seite. Das ist Von Arnold Singen ohne Angst Facebook-Gruppe. Da ist eine ganz, ganz tolle Truppe. Wir unterstützen uns und ich gehe oft live und ich helfe die Leute, ich korrigiere Videos. Und wenn du ein Video von dir selber machst, wie du diese Übung machst und es da postest mit dem Hashtag SOA, also Singen ohne Angst, und Challenge dazu, dann helfe ich dir ein bisschen dabei und sag dir persönlich, was du ändern musst, um das noch besser hinzubekommen. Okay? So, Jungs, ihr seid dran. Here we go. Okay? On. Versuch so schnell wie möglich in die Facette zu kommen. Ich fange jetzt schon an zu flüstern, nur als Beispiel. Okay, das war's, Jungs und Mädchen. Bitte, 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 wirklich jeden Tag das einmal machen und er wird wirklich ganz, ganz große Fortschritte merken in die Stimme. Die Kopfstimme ist so, so wichtig und wenn du das täglich übst, es bringt so viel zu dem Rest deiner Stimme und ich hoffe, durch diese Challenge seht ihr das auch, okay? Ich freue mich auf euch in meiner Facebook-Gruppe, wo ich euch korrigieren kann. Wir sehen uns dort. Happy Übing! Hast du das Gefühl, dass deine eigene Stimme wird nie gut genug sein? Versuchst du zweifelhaft, jede großartige, tolle Sänger oder Sängerin nachzumachen? Ich kann dich ganz gut verstehen. Das habe ich auch genauso gemacht, bis ich endlich begriffen habe, dass keine zwei Stimmen gleich sind. Und das ist wissenschaftlich bewiesen. Also es ist an der Zeit, dass du an dich glaubst, und dass du merkst, wie besonders deine eigene Stimme ist. Du musst nur daran glauben und es richtig trainieren. Also glaube an dich und nimm dir Zeit. Gebe deiner Stimme, was es braucht, um großartig zu sein. Singen mit Mut und ohne Angst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.